Ja, hallo, alle meine kleine Schwester und Brüder aus Deutschland. Ich bin Sayoni. Ich muss sagen, ich bin sehr wütend. Wütend, weil ich zu einer internationalen Gruppe gehöre. Eine Gruppe von Leuten, Eltern, die von dieser Prohibition betroffen sind. Und ich sag mal, die Zeit ist abgelaufen. Ja? Wir haben wirklich die Nase voll. Wir werden einfach nicht weiter zugucken, wenn die Staat in unsere Wohnung reinkommt, unsere Medizin klauen, bedrohen uns, unsere Kinder wegzunehmen. Ja? Wir werden einfach nicht weiter zugucken, wenn die Leute stecken unser Fleisch und Blut ins Gefängnis, um Profit zu machen. Wir werden nicht mehr weiter zugucken, wenn unsere Babys auf der Straße erschossen werden, wegen dieser verdammten Drogenkrieg. Ja? Genau wie bei der letzten Prohibition waren die Frauen dabei und wir haben die Scheiße beenden müssen. So werden wir das wieder machen. Aber ich brauche eure Unterstützung. Ja? Ich brauche, dass euch zum Hanfparade kommt und zeigt ein bisschen Solidarität. Ja? Zeigt eure Gesichter. Mein Hallo, ihr seid eine CannaMama, ich habe viel, viel zu verlieren. Ja? Ein Babyboy hier. Bei manchen vielleicht haben sie an diesem Tag nur Zeit zu verlieren. Aber bei anderen, es geht wirklich um Leben und Tod. Es geht um ein besseres Leben durchzuführen. Es geht einfach, die richtige Medizin zu bekommen. Ja? Es ist super unmenschlich, dieser Drogenkrieg. Und wir müssen es beenden. Manche vielleicht denken, naja, ich will ja kein Kind, es geht mir gar nichts an, ich will nur Party machen. Aber weißt du was? Irgendwann bist du auch an der Reihe. Und wenn, was machst du? Ja? Jetzt ist die Zeit, 10. August, komm zu Hanfparade. Bitte. Es geht wirklich um unsere Freiheit. Und für mich, persönlich, es geht um meine Familie. Und ich sag mal, ich werde alles tun, um mein Baby wieder zu schützen vor dieser verdammten Krise. Ich werde alles tun. So, bitte. Come to him, right? Yeah? Close the canopy. Cheers.